Jo, okay, willkommen zu einer weiteren Folge ETS2, diesmal wieder mit Dominik. Hallo. Mit dem Chris LP. Ja, okay. Bleibst du nochmal da stehen da vorne? Dem Nepo, dem Bonecrusher. Jo. Und dem Jerome, dessen Ziel wir als erstes anfahren in Erfurt. So. Dann ein Halt in ja, ihr könnt auch sagen. In Stuttgart, genau, und dann geht's weiter nach Milano. Nochmal warten, hier kommt gerade ein Depp vorbei. Und in Milano müssen dann der Thomas und ich abliefern. Genau. So. Dann wollen wir mal losfahren. Ja, wer hat seine Rundumleuchten an? Ich hasse es zu warten. Ja, und check das nicht. Leipzig, ne? Ja. Was, Leipzig? Nee, hä? Warte aus. Wir fahren dir einfach hinterher. Das wird ja nicht das Thema sein. Bleib einfach in einem Zug. Ja. Was leckst du? Hilfe. Ja, ich? Wer wohl? Wer ist wohl vor Chris? Und wer ist wohl ganz hinten? Hi! Und Nepo, wer ist wohl vor dir? Challenge. Ja, also. Der ist auch nicht um die. Nepo, weißt du, wenn ich das von Außenseiter bist, du hast keinen YouTube drin zu stehen. Warum 80 km/h? Sowas von Schnuppe, ey! Ich muss schon. Wieso 80 km/h? Und jetzt ernsthaft rasen? Ich dachte, wir fahren vernünftig. Nein, wir. Das kommen wir nie an. Eben. Mit 60, und die Aufnahme mit 60 geht dann zu lange, also das ist dann. Das sind über 1000 Kilometer, also. Ich hab doch scheißegal. Ja, du ja, aber du wirst uns schön begleiten bis nach Milano, ne? Ja, ich geb doch schon Gas. Gut. Wenn ich Zeit habe. Ach, oh, jetzt einfach die Füße hochlegen. Oh, Tempomat ist eine schöne Sache. Also das müssen sie noch ändern, ja, mit diesen dummen Abfahrten, ja, ganz ehrlich. Das werden sie nicht ändern, Vicky, weil ja, oder MTS3 dann, wenn der irgendwann mal kommen soll. T. Pink ist ich freue mich erstmal auf den Arm. Auf den Arm. Ich würde mal sagen, der Führer erzählt uns mal was über ein Thema. Habt ihr mittlerweile mitgekriegt, wenn 60 bei Nässe steht, dass er 60 gefahren werden muss, egal ob es regnet oder nicht? Ja. Ja. Ist der Hammer, oder? Ja. Hä? 60 bei Nässe, 60 fahren. Ja, doch, dann. Ja, das weiß bloß keiner. Oder wenn da steht 60 bei Rutschgefahr oder 80 Rutschgefahr, musst du 80 fahren. Ja. Ist das wären nur Richtgeschwindigkeiten. Ja. Nee. Nein, nicht die Richtgeschwindigkeiten. Du musst denn das fahren, was da steht. Ja. Das ist doch Blödsinn, ey. Ja, ist wirklich rausgekommen jetzt. Tja. Offiziell. Das heißt, so können sie sich noch besser abzocken. Ja, das ist richtig so. Das merkt man bei uns hier auf einer Tangente, Stadtautobahn, wenn wir gerade aus Deutsch fahren. Ja, kenn ich. Denn kurz vor der A2 steht in 60 bei Nässe. Und was ich glaube, Meter später kommt dann Schild 60 durchgestrichen. Mhm. Ah, ich glaube, da hält sich bloß keiner dran. Vorsicht, oder? LKW, da steht halb. Das ist das Ausmaß eigentlich. Dinky, wir haben etwas vergessen, bevor wir losgefahren sind, ob überhaupt alle vollgetankt sind. Ja. Na, so das wird ja wohl Standard sein, Voraussetzung. Oder? Tut mir leid, ich musste mit Volldampf herkommen. Ja, mein Gott, du. Dein Tank wird da wohl wenigstens halb voll sein, oder? Ja, halb voll ist er noch. Naja, also. Aber manchmal meine Maschine. Aber nee, halt mal. Also. Wenn er nicht hinterherkommt, muss er schreien, ja. Naja. Wir kommen hinterher. Ja. Ich sehe dich ja sogar noch, also das ist ja. Und wir haben alle einen guten Abstand zueinander. Das ich sehe Chris noch. Ich sehe Chris auch noch. Da wir im Spiegel. Noch im Spiegel kannst du nicht allzu weit nach hinten gucken, da ist das Problem. Ja, mein Gott. Ich sehe ziemlich weit. Aber Hauptsache der Vordermann, der ist weiter vorne. Ja. Das ist ja die Hauptsache. Also eigentlich sieht man doch, kann man doch ziemlich weit sehen. Das kommt bei den Einstellungen. Ja, man kann es einstellen. Ja. Also, Info für die nächsten eventuellen Konvois, ja. Voll tanken ist Voraussetzung. Das ist eine Ausnahme, weil ich halt ein bisschen spät. Ja, ist ja mal gut. Socken. ADAC gibt's hier nicht, ne? Wir sind dann nicht in, ja. Das wäre bestimmt geil. Ich wette, mit welchem Multiplayer kommt spätestens ein Jahr einen Abschlepp-LKW raus, wo du dich bewerben kannst als Abschlepper. Dass es denn mittlerweile so ist, dass du den Abschlepper rufen musst, er kommt zu dich, hakt dich ein und bringt dich zur Werkstatt. Endlich mal auch noch andere Transportfahrzeuge einführen, als immer nur Sattelzüge. Ist doch so. Mit Tandem vielleicht noch, ja. Tandem wäre geil.
Das wäre. Ja, die Multiplayer sind ja schon nichts. Aber nee, das ist aber wirklich Planung, habe ich gehört, Tandem einzuführen von SCS. Das ist wirklich Planung. Das planen sie schon zwar seit Monaten, aber es ist in der Planung. Was ich noch cool finden würde, wie in echten Leben, da gibt es ja bei den LKWs hinten an diesen Rahmen, ne? Haben die auch immer diese viele Leuchtenden. Ja. Sowas würde ich noch geil finden. Ja, wie viele Leuchten, wie meinst du das? Du hast hinten drumherum diesen Windschutz für den Trailer. Am LKW doch, dran. Da kann man normalerweise auch wie im echten Leben Haufen Lichter drumherum machen. Weißt du, wenn der LED ist, so wie... Ja, genau, LEDs. Das würde ich geil finden. Komplett am besten alle rot, oben ja, und dann, rechts. Ja. Oben rechts das extra und links und rechts halt das Blinkerfunktion noch mit drin. Boah, irgendwann wäre das doch voll übertrieben. Nein, ist doch aber so. Du musst den LKW doch geil machen können. Wollte ich eigentlich nicht reden, da auf mein Truck sieht ja von hinten, wenn man mal auf die Vorderseite meines Trucks guckt. Aber wie schon gesagt, für mich geht, glaube ich, Alter, war das knapp. Was? Ich hatte gerade. Alter, war das knapp. Ja, ich hatte gerade einen Standbild. Deswegen sage ich ja, Abstand halten. Boah, Challenge. Ich bin gerade bis auf eine Seite gefahren. Das war jetzt gerade schon. Warte, Standbild. Ich hab schon wieder. Ja, Thomas, ich hatte ja genug Abstand und dann bist du stehen geblieben. Ja. Ich habe ein bisschen spät reagiert und bin dann zwei Meter hinter dir bist du dann wieder fort. Kurze Frage am Rande, müssen wir ja nicht so abhaken. Wenn ich mit der Länge sage, muss ich mit 100. Weiter die ganze Zeit mit 100 lang. Ja, ich muss auch mit 100 fahren, dass ich hinterher komme. Ich fahr mit 110. Mein Gott, das ist ja, läuft doch hier. Auch. Was hast denn du? Also bei mir steht hier. Ich will mich jetzt nicht an 80 und 90 halten. Habt ihr das mit dem MyVTC mittlerweile mal mitgekriegt? Was? Ja, das ist, wenn du da irgendwie eine virtuelle. Ja, das ist ein Firmlog, genau. Da kannst du ja zum Beispiel eintragen, wann du wie weit gefahren bist. Genau. So. Finde ich eigentlich ziemlich nice. Ja. Die nächste runter jetzt, die jetzt kommt. Die Kreuzung, oder? Jo, gleich die erste. Kreuz. Was ich dich jetzt mal wieder nachfragen wollte, nach langer Zeit, wie viele Kilometer hat jetzt eigentlich dein Truck jetzt schon wieder drauf? Das willst du nicht wissen. Schau mein Video auf meinem Kanal und dann wirst du es wissen. Das kommt übernächste Woche. Nein! 245.000. Ich habe weiterhin nur 30.000. 13.000. Ich habe nicht mal 10. Ich habe 12. Wird wahrscheinlich auch einen neuen Truck. Ich kaufe mir jedes Mal einen neuen Truck, was kann ich denn dafür? Das ist doch nichts Schlimmes, wenn du die Kohle dafür hast. Thomas, wann habe ich mir meinen geholt? Es war nach der zweiten Tour, oder? Ja, es kann sein. Sowas warum habe ich mir den geholt? Also deiner ist praktisch seit unserer Let's Play kommen, ich glaube, bloß. Sobald es kann, habe ich schon dabei, aber ich fahre den nicht so oft. Seit wir damals mit der Firma Euroland angefangen haben, glaube ich, fahre ich eigentlich Volvo. Ach so? Okay. Also, wir sagen mal, Multiplayer hat mich immer gut weit gebracht. Ne, da ist einer Thomas, der jetzt nicht kommt. Musst du da runter? Ja, wir fahren jetzt hier rechts runter. Der hat nicht Thomas, weiß. Und wir auch, oder wie machen wir das? Ja, ja. Wir fahren runter. Fahren alle. Muss auch mal sehen, wo wir uns halten können, ansonsten war es beim nächsten Mal nicht mehr. Könnt ihr doch weiterfahren und dann beim nächsten Rast warten? Nee, so nicht. So wir fahren nicht. Jetzt alle. Hinterher. Oh, ich und zu eurer Info, alle 15 Minuten machen wir Stand irgendwo. Was machst du denn? Wegen Aufnahme, Stopp und Beginn. Hast du das gesehen, ja? Ja. Ich bin gerade von einer Achse von links nach rechts, Oh Mann. Nee, Problem. Oh Mann, scheint Glück hat das Ding nicht gesehen. Die Abfahrt war zu schnell. Ja, hallo? Die Abfahrt hätte man auch mit 40 nehmen. Ich bin mit 100 runter. Ey, du fährst gar nicht. So, und jetzt beschwer dich bloß nicht wieder, Piki, dass ich so weit aushole, ja? Du holst ganz schön weit aus. Ich mach's. Okay, Christoph, das. Christoph holt auch aus, ja? Alle fahren sie über Rot, ey. Aber alle meinen. Hallo ETS2, moin Admin. Ja, obwohl, ja, stimmt hier. Da. Und dann warten wir einfach vor der Firma, bis hier rum fertig ist und dann holt er sein nochmal einen neuen Trailer und dann ist gut. Ich hab mir gar nichts gesagt. Also, wir arbeiten uns langsam Richtung Süden vor, würde ich sagen. Flying.
Dutch man. Ich meine, fahrt eigentlich direkt in den Norden. Da. Meine Fahrt soll in den obersten Winkel von England eigentlich gebracht werden. Ja, da kannst du ja danach noch hinfahren. Wo bleiben wir stehen? Ja, ja, da kannst du ruhig stehen bleiben. Sammelt sich wieder. Jetzt muss ich jetzt also die Wohnung fahren oder was? Begrenzung. Kannst du auch einfach davor oder danach halten. Mach dich nicht da rein. Guck mal ganz kurz, ob ich was habe jetzt von hier aus. Warte dann. Okay, warte, hier kommt die Kontrolle. Warte, ich fahr nochmal schon kurz vor. Passt schon, passt schon. Okay. Wo fahren wir jetzt in Stuttgart, ne? Ja, Richtung Stuttgart. Alter, von Stuttgart aus habe ich so eine Tour nach Ewigkeiten weit weg, ja. Naja, schau erstmal, dass du überhaupt was in die Richtung hast, von hier aus. Depo, mach mal bitte deine Rundumleuchten aus. Digga, aber ich hab Überweite. Mach dir Rundumleuchten aus. Ja, ich hab's ja schon aus. Danke. So. Ich habe was. Du hast keine Überbreite. Von Mannheim nach Innsbruck hab ich was. Innsbruck ist das. Ich bin halt Überweite. Das ist auf dem Weg. Das liegt nach Milano. Ja, dann fahren wir jetzt nach Mannheim oder was? Das liegt auf dem Weg nach Stuttgart. Was, Mannheim? Mannheim liegt auf dem Weg nach Stuttgart. Ja, da ist ja Steinbruch auch in der Nähe, das stimmt. Alles klar, wir müssen wieder, ihr müsst wenden, Jungs. Nö, wir müssen nicht wenden. Wir können vorne einfach die Kurve weiterfahren. Wir können ja da dann links abbiegen, dann geht auch. Können wir? Ja, wir können. Jerome, warum ziehst du jetzt einfach mal durch? Weil ich mit nach vorne muss? Vielleicht musst du erstmal. Er muss erstmal seine Fracht holen. Dann fahr. Ich muss jetzt hinter Chris fahren. Ich muss hinter Chris jetzt fahren. Warum? Du musst deine Fracht holen, dachte ich. Ja. Meine Fracht ist 340 Kilometer von mir entfernt. Gut, dann fahr in ich. In deine Richtung. Ne, du musst vorfahren. Stuttgart und Innsbruck sind die, die leichte Fracht haben, immer nach hinten gesetzt. Weil sie die meisten. Ey, am besten wäre, wir würden über Mannheim nach Stuttgart fahren, weil da nein, direkt Quatsch, neben Mannheim ist eigentlich weiter. Der Steinbruch. Ja. Oh, wieso fährst du über Rot, Chris, Alter? Weil Chris ein Schnuppe ist! Ja, anhalten, Alter, wir nehmen auf. Das wird jetzt kein, mein Gott. In meinen ganzen Aufnahmen sind alle roten Ampeln überfahren worden. Mach Alter, das hört sich in das da an. In unseren aber nicht. Ja. Fügen wir jetzt mal so Ausnahmen hinzu, mein Gott. Wenn das sein Fahrstil ist. Du kannst nicht mein Fahrstil. LKW. Was ich im wirklichen Sinn mache, macht es alles easy. Nein, Jerome, oh, wer will das nicht vorbei? Wer will da jetzt vorbei? Ich fahr nicht vorbei. Das will ich wohl hoffen. Uisch. Bringt sie ganz schön hinterher? Ja, wir können noch. Oh, es hält da wirklich an, ey. Ja. Die erste Ausfahrt. Naja, du musst sowieso eigentlich ganz hinten bleiben, eigentlich, weil du keinen Trailer hast. Richtung Frankfurt-Kassel. Ich bin mit meinem 11 Tonnen wirklich der leichteste? Ich hab 18. Oh. Naja, steht ihr jetzt okay, alle da hinten oder was ist jetzt los? Nein. Ja, dann gefährden sind alle, sind alle weitergefahren. Gut. So, wo seid ihr? Ja. Ich fahr grad die Auto. Bin ich gar nicht rum. Du. Naja, wir müssen sowieso langsam die Aufnahme stoppen, weil schon die erste Folge ist. Ja, ich hab's also schon kannst, gesehen, ich weiß es gerade nur. Dann fahr ich jetzt an die Seite. Fahr an die Seite, genau. Und dann regeln wir nochmal, wie wir fahren und dann. Lass mein Lastheil ruhen. So, wir stehen am Stall auf dem Standstreifen, ne? Auf dem Stallstreifen, okay. Standstreifen, du. Keine Ahnung. Weil die 15 Minuten schon fast um ist. 50. Jerome! Dann kann ich mich aber selbst nehmen. Nein, ich hab sogar die Fahrreihenfolge nachgeguckt, wo ich stehe. Also machen wir jetzt hier kurz eine Pause oder? Nein, wir machen nur einen kurzen Aufnahmestopp und dann geht's auch gleich. Dann diskutieren wir, was machen wir an Ampeln und so und dann, ne?
Rüberfahren, so. Weiter. Nein! So, und jetzt hört ihr da ein Like da und ein Abo und schreibt es in die Kommentare, was man machen soll, und dann beenden wir den Part hier. Auf Wiedersehen. Danke, Chris. Tschüss.